Hallo zusammen, Michi ist wieder heute Land. Heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das jetzt mit dem Pre-Patch zu The War Within einmal zum Spielzeug wurde. Und zwar haben wir da den Plüschbär. Der kam schon vor einer ganzen Weile rein. Und zwar mit dem Patch, wo hier die verbotene Insel mit reinkam. Das war, glaube ich, noch in der ersten Season. Und dort haben wir ja ein Gewölbe, und zwar Gewölbe von Sekera. Und in diesem könnt ihr quasi diesen Plüschbär kriegen. Der war ursprünglich, hat einfach ein Item, das ihr aufsetzt oder aufstellen konntet, ohne dass man es als Toy lernen konnte. Das haben sie jetzt geändert bei Blizzard. Und ja, wie wir den kriegen, will ich euch jetzt mal kurz erklären. Also als allererstes müsst ihr die Pre-Quest aus Waldracken spielen, um die verbotene Insel freizuspielen. Und dann quasi diese Questreihe so lang absolvieren, bis ihr dieses Gewölbe freischaltet, ne? Da werdet ihr relativ weit am Ende von der Questreihe hingeführt und dann könnt ihr quasi bei dem Kollegen dann oder bei dem anderen Kollegen hier auch so Schlüssel bekommen und in das Gewölbe reingehen, beziehungsweise alternativ könnt ihr natürlich Mobs und Rares killen auf der Insel und habt dann hier diese Schlüssel. Wenn ihr dann noch ein paar von überhaupt, könnt ihr damit quasi das Gewölbe betreten. Und ja, im Gewölbe habt ihr dann verschiedenste Räume, die ihr öffnen könnt. Und das Ganze ist leider immer ein bisschen random aufgebaut. Es ist so, dass man diesen Plüschbär in der Stufe 1 kriegt, also in der untersten Ebene. Kann ein Raum sein mit ausgestopften Tieren. Und wenn ihr da die anklickt, dann gibt es eine Chance, dass ihr dementsprechend den Plüschbär rauszieht. Ich habe das ganze Ding schon jetzt seit einem Jahr oder so auf der Bank liegen, sogar zwei Chars, weil ich mir schon dachte, dass das irgendwann toll wird. Und ja, tatsächlich, Blizzard hat das Ding jetzt umgewandelt. Ja, dann würde ich sagen, lernen wir das mal und schauen uns das Teil einmal an. Also das ist hier der Plüschbär. Und den haben wir einmal hier, den Plüschbär. Dann stellen wir ihn hier mal auf. Und seht ihr, da haben wir einfach so eine Statue von dem Bär, auch mit relativ low Qualität vom Model her. Ich meine, der steht auch zu anderer Stelle in irgendwelchen Classic-Gebieten dran als Statue. Also da hat Blizzard einfach ein Einrichtungsmöbelstück in Anführungszeichen, naja gut, Möbel ist es nicht, aber ein Einrichtungsstück benutzt, um quasi dann hier raus ein Toy zu basteln. Ist eine ganz nette Sache, könnt ihr aufstellen. Und ich muss mal gucken, wie lange das hält. Es hat 15 Minuten Abklingzeit, steht jetzt aber nicht dran, wie lange es hält. Ich meine, ich hatte auf WoW irgendwie gelesen, dass man 10 Minuten das Ding aufstellt. Bei den ganzen Toys ist es aber so, wenn ihr zu weit weggeht von euren aufgestellten Toys, dann verschwinden sie ja auch. Also, dann müsst ihr quasi daneben stehen bleiben. Ja, mehr ist es nicht. Ich hoffe für den einen oder anderen, dass ihr vielleicht das Ding auch noch auf der Bank liegen hattet. Dann könnt ihr es jetzt einfach lernen und sonst müsst ihr euer Glück halt in dem Gewölbe, ein bisschen ausreizen und hoffen, dass ihr den richtigen Raum erwischt, um dementsprechend dann das Ding zu kriegen. Übrigens, ihr könnt mit allen möglichen Twink-Chars hier auch reingehen. Die Schlüssel sind mittlerweile auch Kriegsmeuten gebunden, also heißt, ihr könnt die an alle eure Chars schicken und dementsprechend, wenn ihr ein paar Schlüssel hier gesammelt habt, mit ein paar mehr Chars in der Woche probieren. Gut, das war's mit dem kleinen Toy-Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.